Warum bist denn du schneller als ich? Du wiegst viel mehr. Das ist halt klasse. Ah nein, da sind wir falsch. Wir müssen eins oben drüber. Na, hier guckst du an, da zündet er los. Ja, ich habe für einen Marathon trainiert, deswegen bin ich so schnell. Ist wieder was Einzelnes. Yay. Erstellen. Ja, wo ist denn meine Süße? Mit der können wir übrigens im Spiel noch eine Beziehung eingehen, was ganz und gar nicht im Sinne der Jedi ist. Leute hier haben Mut, aber wir sind geringfügig in der Minderheit. Da sind mehr als ein paar schießwütige Kerle auf dieser Startrampe. Die Entführer drohen damit, Dr. Tarnis zu töten, aber sie könnten bluffen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie ihn überhaupt haben. Bluff oder nicht, der Doktor ist in Gefahr. Also, wie gehen wir vor? Ich kann es nicht riskieren, dass sie Tarnis töten. Wir machen es auf die harte Tour. Dann solltet ihr nicht allein gehen. Ich hab improvisieren. Angriff, Feind. Ja, genau. Ich bin unsichtbar. Ich schleiche mich zuerst rein und wenn ihr angreift, überrasche ich ein paar von denen. Was meint ihr? Ich möchte nicht, dass ihr verletzt werdet. Keine Sorge, ich kann helfen. Ich bin nur wegen meiner Meisterin noch ein Padawan. Ich habe jede Prüfung bestanden. Guter Plan. Kiwix denkt, dass ich nicht ernsthaft genug für einen Jedi bin. Aber ich arbeite daran. Gebt mir eine Hallo, Harry Potter ist hier. Ich weiß, Padawan der Harry! Klasse. Jetzt seht ihr mich? Jetzt nicht mehr. Was dann war? Meine Position ein und warte auf euer Signal. Lasst uns. Bin ich überfordert. Okay. Nein. Was war denn eigentlich gestern jetzt los mit deinem Auto und der Polizei? Achso, ja, ich bin da hier beim Dings, war ja beim Arzt gewesen. Und jetzt ist das so ein scheiß enger Parkplatz, wo vielleicht 1,5 Autos hinpassen, so in etwa, ne? Ja. Hab mich dann da so hingestellt, dann kam dann, wo ich dann fertig war, kam dann so ein alter Knacker mit seinem Golf, mit Anhängerkupplung kam er da, also so Anhängerkupplung, ich glaube, da hätte es einen Panzer dranhängen können. Und ich guck so links an meine Tür dran und übelst die Beule dran. Oh. Mein Auto ist ja nicht gerade billig und alles, ne? Was fährst du? Was fährst du? Renault Megane S. Oh, okay. Ja, Bullen hat gerufen, dann gesagt, hier ist mein Auto, links die Tür, übelst im Arsch. Ja, kamen dann die Bullen. Ja, sie wissen schon, dass eigentlich Ausgangssperre ist und was weiß ich was. Aber ich sage, ja, Entschuldigung, dass ich zum Arzt muss, dass ich eigentlich mal irgendwann mal vielleicht durch kann oder so. Ne? Oh Mann, ey. Ja, und dann kam halt der Opa da raus, Versicherung eingereicht. Ja. Aber das dauert jetzt wahrscheinlich eh wieder Wochen. Weil wegen Corona sind die Werkstätten alle zu. Ja klar. Obwohl, ich habe heute gehört, dass die Werkstätte aufmachen dürfen. Okay. Ich glaube aber erst ab dem 4. Mai oder so. Ja, Anfang Mai. Ja, okay, das habe ich auch gehört. Aber das wird dann eh wieder verschoben. Bin jetzt nicht so sicher, was das angeht. Hab die Pressekonferenz eben zwar gesehen, aber ja, die reden ja eh immer komisch und durcheinander. Da blickt eh kein Mensch mehr durch. Da kommt der mit dem Flammenwerfer angeschissen. Und nice to Vlogs mit Polizei, ja, soweit ganz gut. Lernen halt jeden Tag. Mal gucken, ob man nicht die E-Mail kriegt, wann der Test wieder verschoben wird. Mal sehen. Jedi abschauen. Wieso wurde er verschoben? Krieg ich. Ja, dreimal. Oh. Anfeldgenerator zerstört. Naja, es hat jedenfalls Spaß gemacht, solange es gedauert hat. Ist Teamarbeit nicht toll? Ihr habt euch wie ein wahrer Jedi benommen, Kira. Moment, davon brauche ich ein Holo. Das will ich Meisterin Kiwix vorspielen. Kein Zeichen von Dr. Tarnis. Das gibt der Sache irgendwie einen Dämpfer. Wir waren die Köder. Jetzt werdet ihr euren kleinen Doktor nie wiedersehen. Ach, wirklich? Gebt mir eine Minute mit diesem Kerl. Ich bring ihn zum Reden. Ihr habt eine Minute und nicht länger. Die Sache ist die, er muss gar nicht reden. Nicht, wenn ich einfach seine Gedanken lese. Was? Aufhören! Raus aus meinem Kopf! Raus! Der Doktor ist im Hauptquartier der Schwarzen Sonne.
Sala hat ihn. Lasst mich in Ruhe. Billige Schurken glauben einfach alles. Ich kann keine Gedanken lesen, Blödmann. Ihr habt mich ausgetrickst. Sehr clever. Die Schwarze Sonne ist ein wichtiges Verbrechersyndikat. Was auch immer sie von Tarnis wollen, wir retten ihn besser schnell. Ich werde mit meinem Sicherheitsbeauftragten hier aufräumen. Agent Galen wird einen Bericht wollen. Okidok. So. Zurück. Da können wir uns eigentlich wieder ins Senatsgebäude porten, weil der Agent will ja wieder einen Bericht haben. Sollen wir? Ja, ich mach's grad. Bin zu voll zum Laufen. So, und tschüss. Easy verarscht, fake. Mensch, was eine Lauferei und dann sind das so große Hallen hier, Mensch. Ja, wird Zeit, dass wir die Gleiter bekommen. So, gehen wir mal rein in die gute Stube hier. Dr. Tarnis ist gerade die Gedichte unserer Sorgen, General. Die gestohlenen Daten enthielten nicht nur Details über den... Klasse, jetzt bekomme ich wieder Lust auf Lachs. ...Prototypen und jede Forschungsanlage. Unsere mächtigsten experimentellen Waffen. Und die Schwarze Sonne hat nun Zugang dazu. Wie konnte das geschehen? Was erhofft sich die Schwarze Sonne von all dem? Sie könnten ein Vermögen damit machen, unsere Geheimnisse an unsere Feinde zu verkaufen. Wir müssen schnell handeln, um diese anderen Waffen zu sichern. Wo sind sie? Meine Verlobte hat übrigens jetzt auch schon mit einem Game angefangen, was hochgeladen wird. Ja. Aber typisch, in die typische Frauenrichtung, sag ich mal. Dreimal darfst du raten, auf der Blazy. Der spannende Teil liegt... Auf der Blazy Frauenspiel. Es retten und die kopierten Daten der schwarzen Sonne zurückholen. Wir sind zum Abendessen wieder. Kommst du nicht drauf? Ebenfalls hier bleiben. Wenn Lazy Frauenspiel. Ne? Computerkenntnisse Sims. Sie kann sehr impulsiv. Auf der Lazy? Aber gib ihr ein. Ja, ist sicher, Sims 4. Gutes Team bilden. Gibt es auf der Lazy, echt? Ich mag sie. Ja. Emotionalen Ballast, wie es viele junge Jedi. Das gibt's nur auf PC. Denkt immer. Ne, das gibt's auch auf der Lazy. Aufbrechen. Möge die Macht mit uns allen sein. Ich glaube, nur das 1er Sims gibt's nur auf dem PC. Oder das 2er auch, keine Ahnung. Aber 3 und 4 gibt's auf jeden Fall für die Blazy. Okay, ein 2er gab's früher auf Blazy, ja, das schon, ja. Sonne ist eine taktische. Aber ich wusste nicht, dass die Neuen jetzt auch da sind. Wir fahren Sicherheitsoffiziere, die diese Kriminellen schon. Ja, die liebt es, Häuser zu bauen und zu diesem wollte jetzt auch mal was auf YouTube probieren damit. Er kann euch. Ja, Sims ist cool, ja. Zu retten. Zusätzlich zu dem, was. Sie halt sonst so macht. Die Mission ist zu wichtig, um zu versagen. Ich nehme jede Hilfe, die ich bekommen kann. Ich werde ihm sagen, dass ihr auf dem Weg seid. Unterschätzt die Schwarze Sonne nicht. Töten ist eins ihrer Hobbys. Und sie sind gut darin. Die Schwarze Sonne, aha. Ich verschaffe ihr direkten... Ich habe gehört, in den Büchern wurde die Schwarze Sonne 4000 Jahre später von Darth Vader zerstört. Ja, moin. Von dem Asthmatiker. Oh, ich hab ne Hose bekommen. Alter, Fabiano baut einen Pool bei sich daheim, ich bin jetzt neidisch. Wie ein Pool? Ja, ohne Witz. Nur 1,25 tief, reicht doch voll. Oha, ein Pool. Ich würde gerne mal wieder ins Hallenbad gehen oder irgendwas, aber alles close. Ich würde gern mal wieder generell auch mal zu Freunden oder so. Ne. Alles zu hier. Ja, bei uns fahren die richtig krass Patrouille. Ja, okay. Bin auch gestern Essen holen gegangen hier, Nebenort. Boah, wir haben ja kein Lieferzeug hier in der Nähe. Ja, auch ich glaube 4 Autos habe ich gesehen. 4 Polizeiwagen. Schau mal kurz, ob wir uns auch dorthin porten. Ne, können wir nicht. Okay, müssen dorthin fliegen zuerst. Ja, bei uns kontrollieren sie nicht so extrem. Also ich wohne ja hier in einem kleinen Dorf, aber da kontrollieren sie nicht so extrem. Dafür muss man halt aufpassen, wenn eine Oma am Fenster liegt, die rufen gern mal die Polizei.
Wegen Party und was weiß ich. Das finde ich ja auch genial, dass jetzt dass eine Familie, eine vierköpfige Familie einfach draußen rumlaufen kann und trotzdem die Polizei vorbeikommen kann. Ja, wo ich jetzt bei Danny war in Leipzig, da war ja richtig viel Polizei, Alter. Da waren richtige Transporter und Hundertschaften teilweise, das war schon krank. Ja. War ja übel. Die wollen halt, dass das eingehalten wird. Ja, ich find's ja nicht schlecht, ich find's ja eigentlich ganz gut. Aber, ja. Es ist stellenweise ein bisschen übertrieben.